Breaking News, kurz vor der Europawahl möchte die deutsche Polizei die Bundesregierung anschwärzen bei der Europäischen Kommission wegen einem Täuschungsversuch. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich spannend, was dieser Tage alles los ist. Die deutsche Polizeigewerkschaft geht gegen ein Gesetz auf die Barrikaden. Sie will sich bei der EU-Kommission über dieses Gesetz beschweren. Ganz offiziell, ganz förmlich. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, der deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sagt hier: Wir werden uns wegen des Gesetzes an die Europäische Kommission wenden. Sie muss ein strenges Auge auf dieses in Deutschland haben und die Bundesregierung notfalls auffordern, das Gesetz zurückzunehmen. Denn die Bundesregierung täuschte die EU-Kommission, indem sie strenge Kontrollen versprochen hatte. Ein Täuschungsvorwurf gegen die Bundesregierung, weil die angekündigten Kontrollen in der Realität nicht umsetzbar sind. Dabei seien strenge Kontrollen Voraussetzung gewesen, dass die EU-Kommission grünes Licht für dieses Gesetz gegeben hat. Das Urteil des Vorsitzenden der deutschen Polizeigewerkschaft ist, Zitat, das ist realitätsfern. Inzwischen hat die Ampelregierung sogar verstanden, dass dieses Gesetz Murks ist. Es ist bereits ein Nachbesserungsgesetz in Arbeit. Doch wer am Ende alles kontrollieren soll, unklar, die Polizeigewerkschaft sagt niemand, Fragezeichen. Und auf Bildanfrage schreibt das zuständige Ministerium, Zitat, die Umsetzung des Gesetzes ist Sache der Länder, natürlich, wer sonst. Und habt ihr herausgefunden, um was es sich hier handelt? Ob es um Dublin III geht? Nein. Ob es um die illegalen Grenzübertritte nach Deutschland geht? Nein. Ob es um die Grenzkontrollen geht? Nein. Ob es um die Europameisterschaft geht? Auch nein. Ich wette, es hat niemand von euch erraten. Es geht um die Cannabis-Legalisierung. Deswegen möchte jetzt die Polizeikommission sich offiziell beschweren bei der EU-Kommission, als hätte Deutschland sonst keine Probleme. Ich frage mich, ob das hier der Ernst ist von der deutschen Polizeigewerkschaft. Heute um 12 Uhr war Gedenkmarsch in Berlin, kurz vorher war Schweigeminute bundesweit und wenige Stunden danach kommt hier die Pressemeldung: Cannabis-Polizisten wollen wegen Kiffergesetz die EU einschalten. Ich habe keinen vergleichbaren Fall in der Historie finden können, wo sich unsere Polizei offiziell und förmlich bei der EU-Kommission über ein Gesetz beschwert hat. Dabei gibt es genug Gesetze, die nicht mehr Anwendung finden, wie Dublin III, wo man mal sich offiziell beschweren könnte, ja, damit der Migrationsdruck an der deutschen Grenze abnimmt. Nein, sie haben nichts Besseres zu tun, als heute, eine Woche nachdem sie einen Kollegen nach dieser widerlichen, mörderischen Messerattacke verloren haben in Mannheim, stellen sie sich hin und gehen wieder gegen die armen Kiffer vor. Ja, es ist einfach nur peinlich und es beschreibt die Situation in diesem Land perfekt. Die Kritikpunkte, die die Polizei hier hat, kann man auch gerne drüber sprechen. Ich bin Befürworter einer Cannabis-Legalisierung, aber ich muss dazu sagen, die Art und Weise, wie es jetzt legalisiert wurde, ist die maximal schlechteste von allen Optionen gewesen. Also es ist Katastrophe. Der Schwarzmarkt, die freuen sich. Alle Dealer in Wedding, die sind jetzt hier, die sind dick im Business. Ja? Jeder macht da jetzt eine Anbauvereinigung, aber wenn das jemanden interessiert, LKA Berlin oder so, wir können uns gerne mal auf einen Kaffee treffen, dann können wir uns unterhalten. Aber in der Regel werde ich ja nur vom Verfassungsschutz beobachtet. Liebe Grüße an alle. Die Kritikpunkte der Polizei, sie sind hier: Es gibt nicht genügend Beamte, um die Anbauvereinigungen zu kontrollieren, denn man darf nur in einer Mitglied sein, nicht in einer zweiten, nicht in einer dritten. Und irgendjemand müsste jetzt die Mitgliederlisten der Anbauvereinigung gegeneinander abgleichen. Und er müsste auch prüfen, ob es aktives Mitwirken der Mitglieder in dieser Vereinigung gibt oder ob da nur welche auf dem Papier aufgeschrieben sind und am Ende des Monats ihr Cannabis abholen wollen. Die Abstandsregel von 100 Metern zu Schulen, Spielplätzen und Anbauvereinigungen, also diese Abstandsregelung, keiner weiß, wer das kontrollieren soll, keiner weiß, wie das kontrolliert werden soll. Es gibt die Bubatz-Karte, falls die keiner kennt, kann ja jeder mal reinschauen, ist ganz witzig. Die Mengenkontrolle. Es ist ja jetzt erlaubt, 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit mit sich zu führen, für Leute, die kein Verständnis haben. Das ist ein bisschen weniger wie so eine Müslischale voll Zeug ungefähr. Also das passt nicht mehr so in so eine kleine Tüte in die Hosentasche, das ist schon ein bisschen mehr. Und jetzt müssten die Polizeibeamten vor Ort das Ganze wiegen. Allerdings, es gibt keine Wagen in den Streifenwagen. Es müssten für jeden Streifenwagen in diesem Land eine fliehkraftsichere Transportbox angeschafft werden mit einer standardisierten Waage, die regelmäßig geeicht wird in einem Streifenwagen. Und deswegen will die deutsche Polizeigewerkschaft jetzt die Bundesregierung
nicht anzeigen, aber anschwärzen bei der Kommission wegen diesem Gesetz. Also mir fallen da 100 Dinge ein, weswegen wir jemanden hier anschwärzen können, aber doch nicht wegen dieser Legalisierung. Ja, es ist schlecht, Leute, wie sie es gemacht haben. Es ist absolut schlecht. Aber die Polizei hat gerade einen Kollegen verloren. Ja, wir haben ganz andere Probleme. Wir haben die EM vor der Tür. Wir brauchen jeden Mann. Und dann gehen sie hin am Tag des Schweigemarsches und fabrizieren so einen Müll hier. Ja, also liebe Polizei, wenn jetzt bald wieder die Wahl ansteht, werft Rainer Wendt aus eurer Polizeigewerkschaft raus, sägt euren Vorsitzenden ab. Er ist peinlich, er hat letzte Woche schon zu Herrn Stürzenberger gesagt und Herrn Süleyman, wenn Extremisten auf Extremisten treffen, um das zu relativieren. Dieser Mann ist inzwischen untragbar für die Polizei. Ich danke jedem Polizisten, der hier Dienst tut in der Uniform. Ich verstehe auch jeden, der jetzt das Problem hat mit dem Cannabisgesetz. Aber deswegen die Polizeigewerkschaft nach Brüssel rufen lassen, 2 Tage vor der Europawahl, eine Woche nach dem Mord an einem Kollegen wegen islamistischem Terror. Leute, ihr müsst mal lernen, Prioritäten zu setzen, ja? Und die Priorität ist im Moment sicher nicht das Cannabisgesetz, was ja schon in der Nachbesserung ist, beziehungsweise der Vorsitzende Rainer Wendt ist schon vor 3 Jahren aufgefallen mit Stimmen gegen dieses Gesetz. Das ist ein persönlicher Feldzug und sobald die CDU in der Regierung ist, werden sie das Ganze sowieso wieder kippen und dann werden sie wieder Arbeit auf die Justiz auskippen, anstatt sich mal was Sinnvolles auszudenken, dass sie A, daran gescheit Geld verdienen und B, dass sie die staatliche Kontrolle haben, aber da spielt Brüssel nicht mit. Dennoch, ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das hier? Geschmackloser als sowas geht von der Polizei nicht, finde ich. Sowas, also das könnt ihr nicht machen, Leute. Ihr habt euch nie beschwert, weil die ganzen Migranten an unserer Grenze aus sicheren Drittstaaten kommen. Ja? Da werden offen Gesetze verletzt. Da wird offen geltendes EU-Recht gebrochen. Da beschwert ihr euch nicht bei der EU-Kommission. Ja? Also, ich kann das nicht ernst nehmen, ich finde das peinlich, ich finde, dafür sollte sich Herr Wendt entschuldigen, alleine für dieses Timing, sowas jetzt zu machen, ja, da hätte er noch 4 Wochen warten können, bis die Verbesserung des Gesetzes dann durch ist, aber es geht hier um persönliche Ideologie. Herrn Rainer Wendt geht es um Ideologie gegen Cannabis, also Anti-Cannabis-Ideologie. Da kann er ja mal anrufen bei Annalena Baerbock und bei Robert Habeck, die sind pro Cannabis, von daher, Leute, ich finde es peinlich. Wie siehst du das? Schreib mir mal die Meinung dazu. Hast du am Anfang auch gedacht, es geht jetzt hier um was richtig Großes und bist dann enttäuscht gewesen, genauso wie ich, dass es nur um ein bisschen Cannabis geht? Das sind die Prioritäten in diesem Land. Das ist Deutschland 2024. Abonniere meinen Kanal, teile dieses Video mit allen, die du kennst. Sorge dafür, dass es viral geht, dass sie alle sehen, was die Priorität der Polizeigewerkschaft ist. Es geht nämlich schon gar nicht mehr um ihren Kollegen. Das war nur vorgeschoben. Jetzt geht es schon wieder. Oh, schnell, 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 legt den Teppich darüber. Es ist nie was passiert. Ich fordere ab sofort, nennt die Plätze Ruven-Lauer-Plätze. Ja, der Name ist inzwischen publik geworden. Ich sage trotzdem Ruven L. Ich habe es jetzt einmal gesagt. Ihr wisst es jetzt, wie er heißt. Aber nennen wir doch mal ein paar Straßen so wie er. Aber dennoch, es muss sich endlich etwas ändern, Leute. Ja, es muss sich was ändern. Am Sonntag geht wählen. Sorgt dafür, dass sie die Klatsche bekommen, die sie verdient haben. Ich wette, die Polizisten wissen auch, was sie wählen. Schreib mir mal deine Meinung unter dieses Video und abonniere auch meinen Telegram-Kanal, dann verpasst du keines meiner Videos mehr. Damit bis bald.